Na, Freunde, wie geht's? Wie steht's? Was geht, ihr Schlingel? Alles fit bei euch? Geht's euch gut? Moment. So. Geht's euch allen gut? Lasst es mich gerne jetzt im Chat wissen. Der wartende Boss, ja, ihr wisst doch, OBS muss Stream starten, dies, das. Das dauert immer einen kleinen Moment. Ah ja, Frau Doktor. So, haben wir denn Moderatoren heute am Start? Oder sind hier gerade wieder zwei oder drei Leute so maximal überfordert mit dem ganzen Chat? Das ist die Frage. Alles frisch. Sehr schön. Urlaub, alles cremig. Oha, will ich doch hoffen, dass dein Urlaub cremig ist, sonst lohnt er sich ja nicht. Was? Okay, warte mal. So, den Chat noch einmal kurz im neuen Fenster. So, sehr schön, dann sehe ich euch besser. Ast rein. Einfach nur Ast rein, Freunde. Bisher noch nicht viele Mods gesehen. Florian, du hattest mir irgendwie noch was geschrieben, dass du einen neuen Channel hast, richtig? Hier. Warte mal, den packe ich eben noch mit auf die Modliste drauf. Wenn das besser ist für dich. So. Einen wunderschönen guten Hallo. Mach doch ein Formular für Mod-Bewerbungen. Um Himmels Willen. Nee. Freunde, das habe ich auf Twitch letztens noch einmal komplett ausführlich erzählt. Aber, ja, ich erzähle das ja immer wieder. So, Nameless speichern. Ich erzähle es ja immer wieder mit den Moderatoren. Das ist so eine Sache bei mir. Ich habe da eine ganz schlechte Erfahrung gemacht, Mods einzustellen, die ich nicht kenne. Ganz schlechte Erfahrung. Wie wird man Mod? Gar nicht! Mann! So, kommen irgendwann wieder andere Decks. Was genau meinst du mit kommen irgendwann andere Decks? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was du mir sagen willst. Aber Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Fool Us Livestream. Es wird wieder spannend heute. Ich habe die Folge zwar schon geöffnet, aber was ich jetzt diesmal noch nicht gemacht habe, ist, ich habe noch nicht die Einzelauftritte rausgesucht wie beim letzten Mal. Das machen wir gleich einfach zusammen. Warum streamst du wieder auf YouTube? Ich habe Fool Us noch nie woanders als YouTube gestreamt. Und Fabian ist auch am Start. Moin. Warte mal, dann erkenne ich dich besser. Ich mache dich auch eben zum Moderator. Okay, ich bin da. So, alles fit? Wann kommt wieder Gimmick Review? Das Ding ist, ich wollte eigentlich letzte Woche schon wieder eine hochladen, aber ich mag es gerne bei Gimmick Reviews gleichzeitig auch das Gimmick zu verlosen. Und das, worüber ich die Review machen wollte, da musste Dennis erstmal Nachschub bestellen, weil er nicht mehr viel auf Lager hatte, damit wir eine schöne Verlosung machen können. So. Ich bin auch auf Twitch dabei, finde aber gut, dass du auch auf YouTube streamst. Ja, also, ist kein Geheimnis, wir haben es ja letzte Woche gemerkt, Twitch-Streams sind halt sehr viel angenehmer. So, ne? Als ich rüber gewechselt bin, war direkt ganz anderes Feeling. YouTube-Streams stressen immer extrem. Jetzt frage ich mich zwar, warum der Nightbot nicht aktiv ist, oder ist der am Start? Wenn ich jetzt sage, Ausrufezeichen Trailer? Ausrufezeichen Info? Nee. Okay, Nightbot funktioniert wieder nicht. Einfach lost. Ah doch, er funktioniert! Nightbot ist da! Ehrenmann! Okay, sehr schön. Nightbot läuft. Ja, alles klar. Sorry, habe ich nur nicht gesehen gehabt gerade. Neue Somnium-Karten. Wie neue Somnium-Karten? Ihr kriegt doch gerade noch Somnium-Karten. Für alle, die es nicht wussten, genau deswegen für solche Fragen steht da Dauerwerbesendung. Für alle, die das nicht wussten, auf somniumcards.de, genau dieser Website hier, könnt ihr jetzt nur noch 11 Tage lang unsere Karten bestellen. Und dann sind sie weg. Gone forever. Die sind jetzt übrigens günstiger für euch geworden, weil der deutsche Staat sich so gedacht hat, weißt du was, YOLO, wir machen einfach wieder 16% Mehrwertsteuer draus. Okay. So. Jetzt nachher auf Twitch weiter. Ja, wir werden nachher direkt auf Twitch weitermachen. Kurz, bevor wir loslegen mit der Fool-Us-Folge. Ich weiß, alle, die das jetzt im Nachhinein schauen, euch nervt immer dieses Drumherum-Gelaber, aber da müsst ihr jetzt durch. Ich habe jetzt echt eine Woche lang mit dem Hai verbracht. Ne? Wir sind viel unterwegs gewesen. Erst in Berlin, dann in Düsseldorf. Ihr könnt euch echt freuen. Ihr habt ja auch gestern im Vlog schon einen Auszug davon gesehen. Wir haben natürlich noch fleißig weiter gefilmt und gevloggt. Ich mache statt dem Stream lieber mit meiner Freundin rum. Ey, Daniel, bitte. ein Knuscher mit lieben Grüßen von mir, bitte. Ja, also wir sind viel unterwegs gewesen jetzt. Deswegen gab es keine Streams jetzt die Woche.
Sorry, sorry, sorry. Ich wollte dann gestern vom Hotelzimmer aus streamen, aber das hat leider auch nicht so gut funktioniert. Haben die Anker-Sheets nicht früher 100 Euro gekostet? Ne, 100 haben die nie gekostet. So, 500 Zuschauer, 150 Likes. Leute, was ist da denn los? Ja, das frage ich mich auch, ey. Mensch, nochmal. Kannst du Polnisch? Ne. Ich kann ganz, 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 ganz bisschen Russisch, aber Polnisch nicht. So, die 10.000 Decks bekommen wir bestimmt heute noch hin. Oha. Heute wäre krass. Also wenn da heute 10.000... Wenn da heute 10.000 stehen... Alter Schwede, dann verlose ich heute noch an einen der Kunden einen Nocturne Halfbrick und einen Eden-Prototyp. Dann habe ich noch einen Prototyp drauf. Nur noch 11 Tage? Ja, der 13. Juli ist in 11 Tagen, das ist richtig. Wisst ihr schon, wie die nächste aussieht? Ja, das Design ist fertig, aber du brauchst deine Nachricht nicht immer kopieren und 20 Mal einfügen. Ich lese die auch so. Wie wäre es mit einem OnlyFans? Oha! Dachte ich mir, dass ihr da Bock drauf hättet, oder? komm schon, gönn Nocturne. Wie gesagt, wenn du einer von den Kunden bist, dann bist du im Pott. Wann kommen die neuen sollen wir um Karten raus und welche Farbe? Du meinst Zomnium-Karten? Warum fragst du denn nach der nächsten Edition, wenn es gerade noch eine gibt? So, die noch nicht mal in Produktion ist. Also, Freunde, dieses Jahr... dass ich das auch einmal in einem YouTube-Stream gesagt habe, dieses Jahr wird es keine weitere Somnium-Edition geben, außer der Eden Edition. Die Eden Edition ist unsere einzige Edition dieses Jahr. Es wird keine weitere geben, okay? Dass ihr Bescheid wisst. Gut, und ich würde sagen, dann haben wir jetzt genug geschnackt an dieser Stelle. Da ist das Video. Hier ist die Folge in schlechter Qualität. Ich wollte einmal kurz... Ja, komm, dann gucken wir das Intro einmal kurz in dieser dezent hässlichen, ekelhaften Qualität. Und dann geht's weiter. Jack auf Baum! Dankeschön! Kuss! Darf ich fragen, wie viel die Karten inklusive Versand kosten nach Bayern? Das siehst du auf der Website. Guck mal. Gehst hier drauf. www.somniumcards.de. Klickst auf Jetzt vorbestellen. Und siehst hier ganz genau, wie viel der Spaß kostet. Alle Preise. Kuss geht raus. Okay, so, jetzt aber. Du. Leute, jetzt beleidige ich doch nicht hier in meinen Streams. Was soll das denn jetzt? Das ist, glaube ich, Timeout, oder? Ja. Genau, Dankeschön, Jack auf Baum nochmal. Dankeschön. So. Und Nessie ist auch am Start. Alright! Let's go, der Hase! Ba-ba-ba-dum! Well. From the Penn and Teller Theater at the Rio Hotel in Las Vegas, here's our host, Allison Hennigan! Ba-ba-da-b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 a-
Maximal Lost. Nee, den Namen von ihm kannte ich tatsächlich nicht, aber den kenne ich sogar sehr, sehr, sehr gut, ey. Millionenmal schon gesehen hier auf YouTube, auf Instagram. Bruder. Jetzt weiß ich auch den Namen. The main reason I do magic is simply for the reactions. I have a TV show called Tricked. It's a hidden camera show where people don't know I'm actually a magician. Chicken salad? Yeah. So for example, I could be like a clerk at a sandwich shop and somebody would order like a chicken sub and a live chicken comes out. Are you kidding me? Yeah. Just this is the coolest thing that has ever happened to me in my entire life. I like to melt people's brains. A whole brain trust of magicians. Das ist doch auch eine süße Reaktion, ey. It's actually helped me create the trick you're gonna see tonight. A squad of illusionists specifically to fool Penn and Teller. So watch out, we're coming for it. If I do stump them, I want to do it in a way that'll make them respect me. No red herrings, no weird moves to make him think something else. I want to be an honorable fool. Okay, das war jetzt eine Ansage. Also er sagte jetzt wirklich an, er möchte die einfach brutal wegholen durch die Methode und nicht so ein Machen auf, keine Ahnung, ach, was nehmen wir als Beispiel? Ich nehme jetzt hier mal so, jetzt nicht hier einen auf den und zack und dann hier so fake-mäßig den hier machen, okay, zack. So, als hätte ich das jetzt gedroppt, aber eigentlich habe ich es nicht gedroppt. Und dass ich den Move mache, hat nichts mit dem Trick zu tun, sondern einzig und allein, um Penn und Teller zu foolen, sozusagen, um die abzulenken. So, und er macht jetzt die Ansage, das will er nicht machen. Er will nicht Fake-Moves machen, die nichts mit dem Trick zu tun haben, einfach nur um abzulenken, sondern er will wirklich brutal, einfach nur durch eine heftige Methode foolen. Ich bin gespannt und Freunde, dass wir hier auch kein Detail verpassen, machen wir jetzt den Modus hier. Genau den Modus. Und nein, ich habe keinen Promocode für den Somnium-Shop. So. Seit wann streamst du nicht mehr auf Twitch? Ich stream doch gleich im Nachhinein! Okay, let's go. Please welcome the manic magic of Eric Leclerc! Yeah! Woo! What's up, everybody? Also so energetisch habe ich auch noch keinen Kandidaten gesehen in der Sendung. Look, Mom, I made it to Vegas! Penn komplett verwirrt. So richtig auf Boomer-Basis, so er ekelt sich einfach und versteht gar nicht, was hier gerade los ist. This is for all the other moms and some dads. You know, when I heard I was going to be on Penn and Teller Fool Us, I nearly shipped myself, because it's cheaper than plane tickets. Ship myself, like in the box, shipping in the box. I realize that is a dad joke. I'm allowed one, even though I don't have kids. Wow, big win! That gets applause? I'm into it! Ladies and gentlemen, our experiment today is going to require the use of an assistant. And who do we have here? Fabian. Fabian, everybody! Fabian! Woo! Fabian, think of this. 1 in 52. Those are the odds that most magicians use to prove their magical powers. Somebody picks a card. They put it back in the deck after signing it. Amongst 51 other possibilities, the magician always finds the card. Pretty amazing. Pretty good odds, but not good enough for Penn and Teller Fool Us. Today, my odds of success aren't going to be 1 in 52, but rather 1 in 26,497 styrofoam packing peanuts. 472, there's just a lot. There's a lot of packing peanuts. Your honors, may I approach the bench? Oh, this is great. Oh, before I do, nobody has a peanut allergy? I do. We do. Teller, I'd like you to please go ahead, pick a peanut, any peanut. That's great. And with this pen, I'd like you to write your favorite amendment from the Bill of Rights on the peanut. Just initial both sides. Okay. It's fine, thank you. While they do that, Fabian, you and I are going to mix this box. We're gonna lift it in the air, we shake it. Like this, you can go like this too. Like that, great. Place it down. Okay, First Amendment. Kann man das T-Shirt kaufen, das du anhast? Ja, das könnt ihr ab Herbst wieder bekommen.
Jetzt gerade haben wir nur die Karten im Shop drin. Und sobald der Vorverkauf gelaufen ist, die Karten sind produziert, ihr habt alle die Decks erhalten, dann eröffnen wir den Kleidershop. Und da könnt ihr auch die grünen und auch noch die ganzen alten Sachen, die wir noch auf Lager haben. Es ist wirklich gar nicht mehr viel, weil die Kleidung bei uns ja auch limitiert produziert ist. Aber ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit euch hier voll labern und unterbrechen. Das weitergucken. Thank you very much. Can have a seat. Tell her how is that packing beta going? Perfect. I don't want to touch it with my hands. It is now time to reunite our poor, lone packing peanut with its friends and family. Bye, little buddy. All right, Fabian, here's the fun part. Let's mix this box up. Go ahead, you can close your flap. That's great. How about now, Fabian, are having fun? A lot. Yeah, a lot now, that's great. Okay, so take your right hand, place it on top, just like this. We're gonna lift the box up. And now's their time to shine. Go ahead, shake it, Fabian. Shake it like your mama gave you. Come on, put your back into it. Like this, Fabian. Put your back into it. Your back into it. Like this, upside down, upside down. Yeah. Thank you very much. Fabian, behind you, you will find rollers with industrial strength glue. I'd like you to go ahead and dip the rollers into the glue. Perfect. Here's the fun part. You're going to douse me in that glue. Let me show you how. Looks like this. Die schönen Klamotten. wird es auch grüne Mützen geben? Gibt es auch Hoodies dazu? Ja, ja, ja und ja. Und jetzt pass auf, guck mal. Bam! Ausrufezeichen Info, Mods, das könnt ihr jetzt immer benutzen. Dann schreibt der Nightbot nämlich das Infovideo rein, oder? Ja. So, ist gerade im Chat verlinkt. Guckt doch einfach das Infovideo. Dann beantworten wir doch alles. Jedes Detail. Wie lang dauert die Produktion? Wann kommen die Sachen an? Gibt es auch Kleidung? Alles. Mods, Ausrufezeichen, Info. Ihr wisst Bescheid. Okay, weiter geht's. Er schmiert sich voll mit Kleber ein. Läuft dann Ventilator. Achso, sorry, meine Klimaanlage läuft. Ist das unangenehm oder geht das? Ich könnte sie jetzt ausmachen für den Stream. Aber dann sterbe ich. Aber könnte ich machen. Don't be toxic. Damn, lost. Einfach lost. Ultimativ lost. Nervt ein bisschen. Es geht. Okay, wenn ihr sagt, es geht, dann lasse ich es immer laufen, weil sonst bin ich hier halt gleich Suppe. So, er schmiert sich mit Kleber ein. Weiter geht's. Fabian, can you do my back? Just rub it in like sunscreen, Fabian. Yeah, you get in there. You get in there. All the nooks and crannies, buddy. Needless to say, my parents are very proud of my life choices. All right, Fabian, here's what's gonna happen. I'm gonna blindfold myself and jump in that box. Ugh. Fabian, for right now, you can go and have a seat. When I jump in the box, the audience will join you in a nice countdown from 20 to 1. You're gonna start it for them. Everybody, Fabian. Krass, ey, ich hab sowas noch nie gesehen in meinem Leben, ne? Hab ja schon so ein bisschen. Bisschen was an Zauberei habe ich schon gesehen, so mäßig. Aber sowas ist komplett fremd für mich. Noch nie gesehen sowas. Ein Typ, der so eine Packungs-Dingsbums, Verpackungsschaumstoff-Dingsbums unterschreiben lässt und dann in eine Box schmeißt und dann spielt er sich mit Kleber ein und will sie jetzt mit verbundenen Augen. Ach, Digga, kannst du dir nicht ausdenken. Lacht er einfach genauso wie ich im selben Moment. Here we go. Ich frag mich nur, warum der Kleber. Da muss ja gleich schon ein ziemlich heftiger Twist kommen, ne?
sehr strong. Hab einfach im besten Moment Pause gemacht. Einfach schon wieder perfekte Meme-Vorlage für euch auf Insta. Aber warum der Kleber? Nice to air meet you. This is a messy. Aber warum denn der Kleber? Einfach nur so auf warum nicht Basis? Es laggt mega. Das liegt nicht an mir. Ich sende flüssig, da musst du den Stream neu laden. Hab auch ein wunderschönes Meme-Standbild im Schnitt von meinem Video gemacht. Siehe Sandras neues Insta-Profilbild. Aha! Der Schimmini. Was? Okay, gut. Bei mir läuft's flüssig. Ja, wie gesagt, das war nur bei dem einen User. Er soll den Stream neu laden, meinte ich ja. Okay, Freunde. Einmal kurz. Hat euch das Baby gefühlt oder weniger? Also, ich hätte jetzt so, glaube ich, zwei Ideen, was ich machen würde. Also, wie ich das machen würde. Aber, also da kann ich euch jetzt schon sagen, es kann sehr gut sein, dass ich zumindest gleich komplett weggefoolt bin, weil es halt wirklich 10 oder 20 oder 80 verschiedene Möglichkeiten gibt, es zu machen. Und ich glaube auch, weil es so viele Möglichkeiten gibt, ist es, glaube ich, auch weniger ein Problem, wenn ich jetzt einfach offen darüber spreche, wie ich das gemacht hätte. Ich glaube, bei so einer Illusion ist das überhaupt kein Problem. Ich hätte das so gemacht. Er hat ja jetzt nicht Teller unterschreiben lassen, sondern ihn nur eine Zahl aufschreiben lassen. Ist ja jetzt ganz simpel gewesen. Er hat sich das genau angeguckt, wie er die 1 geschrieben hat. Ich persönlich hätte das so gemacht. Hätte mir das angeguckt, alles klar. Das Ding wegpamiert und im Moment der Misdirection, vielleicht in dem Moment, wo er ihm den Rücken zugekehrt hätte. Vielleicht hat er beide Hände so gemacht. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Aber ist ja auch egal. Ich sag nur, wie ich es gemacht hätte. Ich hätte ihm den Rücken zugekehrt. Okay, mach mich voller Kleber. Und hätte ganz in Ruhe in der Zeit so ein neues Ding einfach genommen. Die 1 genauso drauf gemalt wie Teller. Den hier. Er hat eine Zange benutzt. Habe ich pamiert gesagt? Habe ich gesagt, dass ich es wegpamiert hätte? Sorry, dann habe ich schneller gedacht als gesprochen. Sorry. Also nochmal. Ich hätte mir das angeguckt. Die 1, alles klar. Hätte das in die Kiste geschmissen. Okay, sorry. Ich korrigiere. Ich hätte das mit der Zange gegriffen. Geguckt, wie Teller die 1 gezeichnet hat. Wie er die Zahl gezeichnet hat. Hätte das in die Kiste geschmissen. Weil die Wahrscheinlichkeit ja mal so gering ist, dass die nachher sogar wirklich auftaucht, irgendwie an seiner Kleidung oder so. Hätte es in die Kiste geschmissen, hätte aber ein so ein Ding in der Hosentasche oder im Palm. Hätte mich hier mit Kleber einspielen lassen. Hier mit Kleber. Hier in der Zeit ganz in Ruhe. Die 1 genauso gemalt wie Teller. Hom, Mampf. Abfahrt. Augenbinde drauf, reinspringen, Show machen und am Ende pff, so. So hätte ich es gemacht. Wäre eine Möglichkeit, es zu machen. Gäbe natürlich auch eine Möglichkeit, es sich viel, viel, viel komplizierter zu machen, anhand der Kiste. Ja, man hätte es anhand der Kiste machen können. 1000 Zuschauer, was geht ab? Ja, ich finde es richtig krass hier auf YouTube. Aber ich habe zu wenig Moderatoren dafür. Ich muss echt mehr Mods reinhauen. Warte mal, Valgoy ist doch hier. Valgoy kenne ich doch. Valgoy weiß ich doch, dass der keinen Mist macht. Kannst du ja mal kurz im Chat schreiben, Valgoy? Ampalan, dich kenne ich doch auch. Guck mal, Ampalan. Machen wir jetzt ein paar neue Mods hier, oder? Ampalan, Moderator. So, Schimmini ist schon. Okay. Ah, da ist er doch, der Valgoy. So, Valgoy, Moderator hinzufügen. Sorry, Leute, ich mache euch einfach zu Mods. Ich frage euch gar nicht, ob ihr das überhaupt wollt, die paar, die ich hier jetzt geendet habe, aber mir ging es halt echt drum. Es ist hier auf YouTube, es sind einfach so viele Leute, es sind viel zu wenig Mods hier. Es ist immer so spammy hier auf YouTube. Ja. Ihr wisst Bescheid. Okay, cool. Sorry für die Unterbrechung. So hätte ich den Trick gemacht. Wie gesagt, es hätte auch anhand der Kiste gehen können, beispielsweise. Das. Ja, ist ja auch egal.
Da würde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen wollen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Kiste sogar was damit zu tun hat. The act of practice. Yeah, I mean, you guys have people here to clean this up. No, I know, but at your house. Yeah. Like, do you practice at your house? I did practice this. It was a big mess. Worth it though. Yes. Yes. Well, let's see if the boys went nuts trying to solve your trick, boys. Matthias, du Bambes Leitung laggt voll. Ist witzig, dass du versuchst, mich hier zu roasten. Es laggt bei niemandem außer bei dir. Du musst den Stream neu laden, weil du die Bambusleitung hast, Diggi. Könnte aber auch einfach an YouTube liegen. Also auf Twitch läuft das immer sehr viel smoother. Lucky Magic ist doch auch da. Lucky, dich machen wir doch auch zum Moderator. Wir kennen uns doch auch schon so ewig lang. So. Okay, also falls du irgendeinen Spam siehst, einfach wegbannen. Hier laggt nichts. Aha! So. What a great routine. Thank you. You know, we've been trying for, 30 years with a really good needle in a haystack routine and using a little bit, although not as well as you did, a little bit of that premise, needle in a haystack, right. Finding something impossible. Yes. It's really, really... Warum Bäume pflanzen, wenn für Karten Bäume gefällt werden? Genau deshalb! Genau deshalb! Hä? Kurzfassung. Ein Baum gibt genug Papier für ungefähr 7000 Kartendecks. Das heißt, würden wir eine 15.000er Auflage beispielsweise machen, dann sterben zwei Bäume für unsere 15.000 Decks. Wir pflanzen aber 15.000 neue Bäume. Wir haben also nicht nur angenommen, selbst wenn ein Baum für ein Deck gefällt wird, ist es nicht besser? Hey, ich verstehe diese Logik nicht. Ist es nicht sinnvoller zu sagen, okay, die Bäume werden von uns ja gefällt, dann ersetzen wir sie wieder, weil es unsere Schuld ist, dass sie gefällt wurden. Und nicht nur das, wir machen so einen riesigen Überschuss. Zwei Bäume werden gefällt, 14.998 Bäume werden von uns nachgepflanzt. Tja, warum fangt ihr denn den Gedanken an und denkt den dann nicht zu Ende? Aber danke für die Donation. Really good. It is also great to see someone who really understands what this show is about. Thank you so much. The show is called Fool Us. But the real reason for this show is for people to come on and do fabulous original magic and be funny and entertaining every step of the way. I have to ask you a question. Teller thought you had some sort of container. We're not going to describe it exactly, but some sort of jar or something that you carefully placed the hero in, and I thought I remembered it actually fluttering down. But did you place it in, was it carefully placed? It was let go at about right here. Just okay. Well, like I said, Eric, the important part of the show is to do a really entertaining, wonderful piece of innovative magic that the whole audience loves. And the part of the show that doesn't matter nearly as much is the fact that you fooled us. Yeah! Gosh, I fooled Penn and Teller. This has been a dream of mine for the past like 9 years. Also wirklich. Oh, da bin ich euch. Großen Glückwunsch, Dankeschön, Armin. Großen Glückwunsch. Und genau das meinte ich. Es gibt halt einfach so viele Möglichkeiten, sowas zu bewerkstelligen. Es wundert mich halt überhaupt nicht, wenn das jetzt ein Fool ist. Ja. Also, großen Glückwunsch. Kommt, die letzten 20 Sekunden, die schauen wir uns noch eben an. Listen, as a little thank you for watching this clip, if you enjoyed it, please subscribe to my channel, because there's a good reason. Next video, I'm gonna show you exactly how I fooled them. I'm gonna teach you all the secrets, all the methods, all the gimmicks. You're gonna know from A to Z exactly how this thing worked. As a little thank you. So, subscribe and we'll see you in the next video. Peace. Das ist natürlich eine coole Idee. Das ist eine sehr coole Idee, dann, dass er dann hinterher erklären will, wie er es gemacht hat. Warum eigentlich nicht? Kann man doch machen.
Ja, also Freunde, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt hier gerne bei Eric einen Daumen nach oben da lassen. Eric Leclerc. Leclerc? Leclerc! Mann! Ja. Okay. Hast du Saw gesehen? Nee, ich mag Horrorfilme nicht so gern. Werden die nächsten Editionen auch in einem Papierwrapper sein? Wer weiß, mal gucken. Matti, sei still, will weitersehen. Wenn du dir nicht... Achso, ZL Banner. Dankeschön. Danke für den Support. Wenn du... Da ist er. Danke dir. Wenn du meine Kommentare zu der Folge nicht sehen willst, frage ich mich, warum guckst du meinen Reaktionsstream, wo es darum geht, dass ich mit euch darüber laber? So, du kannst doch auch einfach... Wenn du mich nicht sprechen hören willst, fühle ich mich ja überhaupt nicht beleidigt, deshalb, dann guck doch einfach die Folge allein, so. Aber dann nerv uns doch bitte nicht im Stream, wenn wir hier quatschen wollen miteinander. Magameos, hey Matti Bergi Gartenzwerge, welches Studiomikrofon willst du dir holen? Krass, ich krieg das in Streamlabs nicht raus. Das war für dieses Mikrofon, der Text Studiomikrofon. Das war hierfür 2017. Und jetzt hat Streamlabs die Oberfläche umgestellt und ich finde nicht die Stelle, an der man das umstellen kann, leider. Naja. Ich glaube, das war ein Joke. Das steht sehr oft im Chat, dieses, und nicht nur im Chat, sondern auch, wenn es nachher ein YouTube-Video wird, du laberst zu viel. Das war jetzt einfach nur kurz eine Antwort generell auf das Thema. Der labert in seiner Reaktion so viel. Ja, dann, wenn du die Reaktion nicht sehen willst, warum guckst du dann eine Reaktion und so? Bin neu into the screen, was ist geschehen? Das kannst du dir im Nachhinein anschauen. Wir gucken jetzt direkt weiter. Nächster Auftritt. Wird die nächste Edition auch markiert sein? Ja, die nächste Somnium-Edition wird auch markiert sein. Genau. Magst du Klimaanlage ausmachen, please? Also stört sie doch. Weil vorhin hat die Mehrheit gemeint, stört nicht. Ja, dann mache ich aus. Ist gut. Aber nur für euch. Gleich im Twitch-Stream mache ich die wieder an. So. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. So. Also ja, das haben wir geschaut. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. So. Dev Sherman. Lul, das war falsch. Dev Sherman Fool Us. Da ist er doch. If you're just joining us, you miss. Let's go! If you're just joining us, you missed Penn and Teller getting fooled. Maybe you can see it happen again with our next act. Dev Sherman! I started doing magic to get girls. As a teenager, I was with devil. Classic. Kurze Umfrage, Freunde. Eins in den Chat, wer den Aspekt fühlt. Zumindest unter anderem Zauberei angefangen, weil man die Hoffnung hatte, damit Mädels klar machen zu können. Ja. Da kommen sie reingeflattert, die Einser. Oha! 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 Guckt euch die Einser an! Oh mein Gott! Ihr rastet komplett aus. Ja. So, machen wir ein bisschen kleiner. Ich kann den gerne auch im Video drin lassen, den Chat, wenn ihr möchtet. Da kommen sie rein. So, jetzt genug Einser. Jetzt schreibt mal bitte eine 5 in den Chat, wenn es auch geklappt hat. Wahrscheinlich jetzt einfach... Also, von mir übrigens eine 5. Bei mir hat es geklappt. Oha! Ihr wollt mich verarschen? Ich habe einfach die heftigste Player-Community ever. Läuft bei euch. Ja, als ob da so viele von euch, als ob so viele von euch Mädels mit Magie klargemacht haben. Ah, ich gönn euch, Freunde. Okay. By insecurity. And I wondered, what would make the opposite sex admire me. Then a friend of mine made a toothpick disappear. And it totally freaked me out. Man sieht einfach das Klebeband. Wenn ihr den lernen möchtet, ich wollte gerade sagen, Infokarte da oben, Lul, dann schaut mein Video Zaubertricks mit Alltagsgegenständen. And he showed me the method and it seemed... Ha! Ey, ich wollte die Klicks abholen! Ey, ach, Digga, das kann doch nicht wahr sein.
doable. Playing around with illusions changed me. To perform takes confidence, so I had to find some inside me. I tried out for Fool Us because I met a famous magician and he told me that I wasn't good enough to be on the show. So I worked hard on an original illusion and amazingly, I'm here. I'm still terribly afraid at times. I constantly move between joy and self-doubt. Which will win out? I guess we're about to see. Tonight, on Fool Us, I will hurl myself into the abyss. And hopefully my magic will catch me. Here with a randomly pre-selected host of the show is Dev Sherman! I feel like I'm standing in a... Welches Buch kannst du für gute Kartentricks empfehlen? Ich habe ein ganzes Video zu dem Thema. Bitte einfach eingeben, Matthias Berger Bücher. Und in dem Video Zauberer werden, wie geht das eigentlich? Auch das kannst du eingeben, auch da habe ich viel über Bücher gesprochen. A dream. An absolutely incredible dream. I can't believe that I get to show a magic trick in front of two of the greatest magicians alive. I can't believe it. I never thought that I was actually good enough to be here. Never. That's because you're not good enough. You're just an ordinary magician. Look at your suit. There's a stain on your pocket square. Krasse Prämisse. Krasse Prämisse. Er hat das ja im Intro auch schon gesagt. Ein anderer Magier meinte zu ihm, du bist nicht gut genug für die Show. Und deshalb hat er hart gearbeitet. Ich fühle diesen Aspekt... Ich bin Magier und deswegen weiß ich, du bist nicht gut genug. Da musst du wohl noch hart arbeiten. Ja, das motiviert. Und ja, das mag sein, dass er objektiv gesehen vielleicht nicht so heftig war. Aber dieses... Ich fühle das so zu 2000%. Ich höre das meine ganze Zauberkarriere. Ich habe das im ersten Jahr gehört. Ich habe es im fünften gehört. Ich höre es auch bis heute noch. Matti, du bist nicht gut genug, kein guter Zauberer, bla bla bla. Und ich glaube, das fühlen super viele von euch. Gerade diejenigen unter euch, die ebenfalls sich trauen, Sachen im Internet hochzuladen, die vielleicht auf Instagram zaubern oder so. Safe kennt das jeder von euch. Jeder hat das safe schon mal gehört, du bist kein guter Zauberer. Und dass er jetzt dieses, ich will es jetzt nicht Trauma nennen, aber so diese Wunde aufgreift und daraus den Plot für seine Nummer macht, mega krass. Ich glaube, das Publikum fühlt diesen Aspekt nicht so sehr wie die Magier, die das sehen. Ja. Sorry about that. That's the voice of my inner critic. He gets really annoying and loud and especially when I'm about to do magic, right? And sometimes, hold on. I just do that. Dass sie da so ausrasten. I can't keep him quiet. So what I do is I draw. I draw symbols that have a magical effect on me, right? First I draw waves. Let me show you what I draw. First I draw waves. Can you see that? Yeah, perfect. Okay, also er ist schon mal ausgestattet von Christian. Wir können also gleich anrufen. Waves because they remind me to breathe, right? Like they rise and fall, they remind me to breathe in. And breathe out. Oh. That's fine. It calms me down, right? And then we draw a fish hook. Fish hook. Oh. A fish hook signifies strength and determination. So every time I draw it, I feel stronger and more determined. And then finally, I draw the lotus. The lotus. Die zeichnet er, weil er die mit der Somnium Nocturne Edition verbindet, was sein allerliebstes Kartendeck ist und seine liebste Kartenbrand. Und es wäre ihm eine große Ehre, mal mit Somnium KC aufzutreten. Deswegen. Okay, wir können skippen. What? Signifies purity. Purity, because it grows in these dark, dirty, muddy conditions, but it blooms into this beautiful flower. So it makes me feel like, even though my inner critic is clearly not very nice to me, I can still do beautiful magic. Like this. So we have one, two, three, four cards, and one of them has symbols on them.
But if I wave, they spread to two gods. If I wave again, on their own three. And one more time. One, two, three, four. Every other. One, two, three. That's not beautiful magic. It's only four gods. Let's do more then. Let's do more. Why not, right? If not four, then more. All right, all it takes, all I have to do is spread. Take one of these, do a fancy thing, and wave. Do you want to wave as well? Sorry, Freunde, ich war gerade ganz kurz vom Chat abgelenkt. Nochmal. Take one of these, do a fancy thing, and wave. Do you want to wave as well? Very magical. Nice. Good job. All right, everybody, breathe in. Schön. Let's try one more thing. Can you make a cup with your hands? See, if I give the symbols, it doesn't work every time, but if I give the symbols a rub, they come off. Give them a shake them in your hands. Shake them. Yeah, nice, good shaking, well done. All right, so you've got the symbols in your hand, and I have a few more cards without any symbols on them. All right, have a look and just name any one of these. Five of diamonds. Five of diamonds, perfect, all right. Think about the fish hook. Right, with strength and determination, throw the symbols onto the five of diamonds. One, two, three. Only one card. Only one card has the symbols on them. And you named a specific card. Or was it the five of diamonds? Mm-hmm. And you just named it, right? Just named it. Yeah. Yeah. The five of... Huh? I told you. I told you you couldn't do it. You don't belong here. Five of diamonds. Five of diamonds. Sehr schön. Mann, Matti, wie ist es eigentlich mit den Rechten der Sendung, weil du ja immer darauf reagierst, beziehungsweise ja auch Solo-Auftritt auf YouTube landet. Ansonsten mach weiter so, stiller Zuschauer seit 2 Jahren. Kuss, danke für deinen Support und das ist absolut kein Problem. Fool Us macht da kein Problem mit den Folgen auf YouTube. Ach so, das war's schon. Okay. Das wird halt leider kein Fool sein, aber schönes Teil. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie das Deck heißt. Könnte zwei verschiedene... Er könnte auch einfach ein normales benutzt haben, das kann auch sein. Normales Doppeldecker. Und dann... Ja, normales Doppeldecker und dann mit dem... Okay. Ja, sorry. Du gehst gar nicht auf den Chat ein. Guck mal, Mr. X. Das ist halt... Ich bin vorhin auf den Chat eingegangen, dann beschweren sich die Leute, du laberst zu viel mit dem Chat, reagier lieber auf das Video, lass laufen. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich lasse die Performance einfach laufen und gehe danach auf den Chat ein. Jetzt heißt es, du gehst nicht auf den Chat ein. Ich kann es leider nicht immer allen recht machen und das tut mir auch sehr leid und ich würde gerne. Aber... Wenn ich eine Sache mache, meckert immer wer anders. Deswegen mache ich das einfach immer nach Gefühl, wie ich das für richtig halte. Und wem das nicht passt, das ist halt leider so. Ich kann es leider nicht allen recht machen. Aber vorhin wurde noch gefragt, ob wir nach Amerika liefern. Ja, tun wir. Dann hatte vorhin wer im Chat gefragt, ob Shin Lim auch schon mal bei Fool Us war. Diggi, Shin Lim ist überhaupt so international erfolgreich, wie er ist. Vor allem durch Fool Us und seinen ersten Auftritt da mit dem Dream Act. So, und eine Sache, da wollte ich noch drauf eingehen, aber ich glaube, das haben die Mods geklärt. Ja. Also, was ihr bitte auch immer tut im Chat, für die, die jetzt hier live zuschauen, wenn ihr eine Frage stellt
und ihr kriegt eine Antwort von einem Moderator. Das heißt, das ist jemand, den ich als Moderator eingestellt habe. Dann ist der Name blau, dahinter ist dann so ein Schraubenschlüssel. Wenn ein Moderator bei euch antwortet darauf, dann gilt das immer genauso, als hätte ich das geantwortet. Ja? Wenn ihr fragt, hey Matti, liefert ihr, genau, Lennox ist als Beispiel jetzt hier, blauer Name mit einem Schraubenschlüssel dahinter. Wenn ihr jetzt zum Beispiel fragt, wie alt bist du? Hat jetzt hier Sayed Massi zum Beispiel gefragt und ein Moderator schreibt jetzt drunter, @SayedMassi, Matthias ist 26. Da braucht ihr die Frage nicht millionenmal stellen, in der Hoffnung, dass ich das irgendwann beantworte, sondern ich sehe im Chat, dass die Mods es beantwortet haben und streame dann in Ruhe weiter. Ja, also was die Mods euch an Fragen beantworten, ist auch immer, nehmt das bitte immer, als hätte ich das gesagt. Wenn ich dem widerspreche, dann sage ich das. Ist oft genug vorgekommen, keine Ahnung, Maurice hat zum Beispiel was beantwortet und es gab aber schon einen neuen Stand, da war ich so, ah, Vorsicht, Maurice, so. Okay, aber sonst, wenn ich nichts dazu sage, dann sind all das, was die Moderatoren euch beantworten, sind meine Worte, okay? Gut, wollte ich kurz gesagt haben. Ich weiß, das stört immer so ein bisschen den Flow des Fool-Us-Dingsbums, aber das musste mal gesagt werden. So, ich glaube, 99,99999999% sichert, dass das kein Fool sein wird, weil im Endeffekt das einzige Element, das foolen könnte, der Schluss ist. Der Abschluss ist das einzige Element, das vielleicht foolen könnte. Der Rest, den versteht, glaube ich, ein sehr großer Teil von denen, die gerade zuschauen. Die MC-Counts, die SK-Neo-Spread, Earth-Nist-Change-Geschichten und so weiter und so weiter. Das hat, glaube ich, jeder ganz gut verstanden, der zaubert. Aber das Einzige, was Zauberer foolen könnte, wie gesagt, wäre das hier, wenn man sich nicht das Prinzip dahinter denken könnte. Ich habe meine Theorie, ohne zu viel zu sagen, nur für die, die sich auskennen, Doppeldecker und Science Fiction, würde ich glauben. So gäbe es eine Möglichkeit. Plus Markierung, um zu wissen. So, jetzt habe ich schon viel zu viel gesagt eigentlich. Aber das ist meine Theorie. Und jetzt gucken wir, ob das stimmt. Again. Okay, thank you. I was really touched by how excited you are to perform in front of Penn and Teller. Yeah, I didn't even ever imagine I'd be here. My God, I can't believe it. So, I still can't believe it. So what is your favorite performance ever, besides this one? Oh, okay. When I was in university, I went to Nepal with a bunch of other students. And I started showing magic to, like, a few kids over there. And they loved it. And I couldn't speak a word of theirs, and they couldn't speak a word of mine, of my language. And yet everyone loved it, everyone reacted. It was a really special performance. Oh, I can only imagine. All right, it's time to find out if Penn and Teller know how you did your trick. Right. Danke, Cracky. Bonjour. Hey, Dev. Hi. Boy, really nice. You did that thing we love in magic where you do three sections that look like they're the same subject, same plot, same ideas, but... Plötzlich komplett heiser. Wahrscheinlich wurde der Auftritt ganz am Ende des Tages aufgenommen. Am Ende des Tages, Digga. Nachdem er jetzt hier schon 10 Stunden da saß und die Leute angebrüllt hat. Totally different map. Vielleicht wurde das auch einfach aufgenommen nach dem Auftritt von Andre. Und deswegen ist er hier so heiser. And that's always a really good way to fool. Yeah. And there's a, I think you are familiar with our good friends Count Elmsley. Oh, yeah. I think absolutely. You've heard of him. Dankeschön, Jan. Kuss. I think you are familiar with our good friends Count Elmsley. Oh, yeah. I think absolutely. You've heard of him. And yeah. Senor Scanio. I think you've also... Yeah, I know him as well. You yes. Probably two of our friends you've yeah. bumped into now and again. Lovely people. And there was a symmetry to your act and the way things were laid out that was really beautiful the way schön formuliert. Schön formuliert, Penn. Er sagt asymmetry, also Asymmetrie, aber formuliert es, als würde er sagen asymmetry, also da war eine Symmetrie, aber ja, lul. The idea of the inner critic was very good. You're very rough on yourself with the inner critic, but then... Okay, und das war genau meine Theorie mit Science Fiction. It was a smooth performance all the way. Ja, okay. Also exakt das, was ich vorhin angesagt habe. Through. Thank you. Really, really, really nice and a really nice idea. And we hope in all of that that we gave you enough slid in there. I don't want to give away too. Oh, good. Totally. Good. Absolutely. Okay, yeah. Got it. So you didn't fool them. Nah, I didn't fool them. Oh, well, thank you so much, Dev Sherman. Special for you up next.
This magician normally performs as... Okay, ja. Die Klimaanlage nervt, ah. Digga, die Klimaanlage ist einfach seit einer halben Stunde aus. Du bist einfach der Losteste heute im Chat. Ja! Okay, leider kein Fool. Wie gesagt, Ramsey, Ascanio, Smooth Ruff und Asymmetry, das war eine komplette Zusammenfassung von allem, was man hier wissen muss, um nachzuvollziehen, was passiert ist. Ich finde, Freunde, ich finde das immer ganz interessant. In der Magie reden wir immer nach außen hin, jetzt hier auf YouTube beispielsweise, in Reaktionsvideos auf andere Auftritte und so weiter. Wir reagieren ja immer, ohne über die Methode zu sprechen. So, das ist mir persönlich wichtig und das tut, glaube ich, jeder andere hier genauso. Oh, da bin ich eigentlich. Es geht ja nicht darum, irgendwas zu enthüllen. Lenox, hallöle, bin auch mal wieder dabei, immer noch zu inaktiv. Matti ist der Beste. Lenox, Liebe geht raus, danke dir. Ja, man spricht, man versucht nicht über die Methode zu sprechen, wie hat er das gemacht, sondern ich versuche gerne zumindest immer darüber zu sprechen, was drumherum den Auftritt angeht. Vielleicht darauf hinzuweisen, ey, das war gerade super heftig, weil wenn man selbst nicht mega deep into Magic ist, dann hat man das vielleicht nicht mitbekommen, aber ich versuche dann darauf hinzuweisen, ey, das war gerade eine richtig heftige Leistung. Ihr kennt meine Reaktionsvideos und Streams. Dankeschön an Stanley Fish. Aber sobald wir hier Full Us streamen, wandelt sich das komplett. Und sobald wir hier Full Us machen, weil der ganze Inhalt der Sendung ist, Dankeschön an Hanno. Digga, was ist jetzt heute los mit euch? Dankeschön, danke für den Support. Sobald wir Full Us streamen, weil der ganze Inhalt der Sendung ist, es geht um Methode, dann spricht plötzlich die ganze Welt über, wie könnte das gehen und wie könnte er das gemacht haben und so weiter. Finde ich richtig cool bei Penn und Teller. Ich mag das sehr, dass die beiden sich sagen, hey, das Geheimnis spielt auch irgendwo eine Rolle und man auch das ist interessant für die Leute, weil sich einzureden, wenn ich eine Zaubershow gebe, mir einzureden, ah, die Leute gehen nach Hause und sagen, boah, das war so magisch. Belügt man sich ja nur selbst. Lenox, Fun Fact, dein Streamlabs-Link ist in meinen Top 3 Links, wenn ich einen neuen Tab öffne. Als ob. Kuss. Danke, Lenox. Kuss. Wo war ich gerade? Da war ich. Im Endeffekt, wenn man sich sagt, ey, ich gebe jetzt eine Zaubershow und die Leute gehen dann nach Hause und die würden dann nur behaupten, oh, das war jetzt aber magisch. Das war super magisch. Und sich einzureden, dass die da nicht darüber reden, wie könnte er das gemacht haben, wie könnte er das gemacht haben, da habe ich gesehen, hat er das gemacht, da habe ich das gesehen. Das ist ja im Prinzip einfach, man verschließt sich vor der Wahrheit. Es ist völlig klar, dass wenn Leute in eine Zaubershow gehen, dass sie dann nach Hause gehen und darüber sprechen, wie hat er das gemacht, wie könnte das funktioniert haben. Weil das einfach für die Leute im Vordergrund steht. Und darüber habe ich ja früher vor allem viel argumentiert zu dieser ganzen Thematik, Tricks erklären im Internet, bla bla bla. Diese ganze Thematik, wie viel von Methoden, Geheimnissen und so weiter geht Line etwas an und wie viel nicht, etc. etc. Penn und Teller sagen sich, ey, wir möchten darüber sprechen, weil es wichtig ist. Ich weiß nicht, ob man meinen Gedankengang gerade folgen kann. Ich denke nur laut. Aber das finde ich wirklich, wirklich sehr faszinierend und unterhaltsam am Format. Dass man einfach mal plötzlich wieder mit einem ganz anderen Ansatz rangeht und sich auch einfach mal wieder unterhält darüber, boah, da könnte er das gemacht haben, da könnte er das gemacht haben. Das finde ich, macht Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Und jetzt gucken wir weiter. So, wen haben wir hier? Magic. Amazing Magician, take a look. Conan Liu, den kenne ich auch nicht. Man muss ja nicht alle kennen im Leben, Digga. Welcome back. It's time for another amazing magician. Take a look.
magic and the movies, they've always gone together for me. When I was 8, I started directing myself in videos of magic tricks. So when social media came to China, my internet magic show became a big hit. I applied to American Film Institute. For my application, I performed an illusion about magic and movies. Nice. Weiß FFA, dankeschön. Kuss. I got in. These Hollywood people, they were blown away by magic, just like you and me. So now I'm making my live show more like a movie. With cool visuals, storytelling elements, and plot twists. Every single magic trick has a structure based on surprise. Nice. Krass interessante Herangehensweise an Magie. Ich möchte meine Magie verpacken wie einen Film. Ich gehe an die Filmschule. Ich will meine Magie umsetzen wie ein Film. Sau cooler Ansatz auf jeden Fall. Richtig cool. I graduated from AFI this year, but after that I've decided my career will be in magic. So for us, it's very important. Tonight is the start of a new life for me. Der lacht wie Heido. Ja, ich hab's mir ja verkniffen. Ich hab's mir verkniffen, aber ja, der lacht genau wie Hai. Conan Leo! Hello guys, my name is Conan Leo and I'm from China. Growing up, my dad always tells me, a cup of tea a day keeps the doctor away. Chinese tea is very good for health. Because it's originated from the natural tea leaves. But modern people will also make them a tea bag, which is convenient and portable. Allison, do you want to check it out? Sure. Ladies and gentlemen. Einfach kein einziger Applaus für die Transformation. Danke von einem sonst stillen Zuschauer für deine Art, diese Community hier aufzuziehen, am Leben zu erhalten. Hut mit Frosch. Liebe geht raus. Danke, danke, danke schön und danke, dass du dich zu Wort gemeldet hast. Geht einfach keiner drauf ein, dass er das gerade ineinander verwandelt hat. Guck mal, nicht ein Pups-Applaus oder so. But modern people will also make them a tea bag, which is convenient and portable. Allison, do you want to check it out? Sure. Ladies and gentlemen, Allison. Hello, Allison. Hi. Give it a touch. It feels like real tea bag, right? Absolutely. And I'm going to go back to it later. I'm going to place it right here. You know what, Allison? To make a cup of tea, we'll need a container, which is a teapot. Oh. Clear and clean. Can you do me a favor, Allison? Yes. Show your right hand like this, and hold it like this. Okay. Firmly, and don't move. And you know what? We will also need some purified drinking water. Oh. And just be careful. I'm gonna pour the water into the teapot like this. Okay. And, all right, let's give it a try. Can you tilt it a little bit? Woo. Yeah? Woo. Okay, it's water, right? Yes. It's water, okay. Tastes good. And check this out, the tea bag. Watch. Whoa! Also, you know what? I'll take this for you. This is for you. It looks like tea, you can smell it. Does it smell like tea? Yes. It smells like tea. You can take a sip. Is it tea? Yes, it's tea, good tea. Ladies and gentlemen, Allison. Ich habe nur ein einziges Problem damit. Ich finde das so unnatürlich, wie die das in diese Tasse gießen. Da muss ich ja echt meckern, so, ne? Und ich bin überhaupt nicht in der Position, hier zu meckern, weil ich bin halt ein Lappen. Aber da bin ich der fette Onkel auf der Couch mit einem Bier in der Hand, der sagt, den Kopfball hätte ich aber verwandelt. Ich weiß nicht, irgendwie, ich finde das so unnatürlich, das Eingießen. Aber sonst, schön, sehr, sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöner Gedanke dahinter auf jeden Fall. That's amazing! Thank you. But that's just a gift for Allison. I still have a gift for everybody. By the way, ich habe übrigens oft darüber schon nachgedacht, wie ich das hinkriege. Erstens Musikzauberei verbinden miteinander. Zweitens, ich will ja nicht umsonst Lebensmittelchemie studiert haben, wie ich Chemie und Magie auch noch verbunden kriege. Und sowas ist natürlich jetzt auch sehr inspirierend für mich zu sehen, ne?
Everybody here, including Pantera. Jetzt habe ich direkt schon wieder Bock, Flüssigkeit ineinander zu verwandeln. Lennox, 30 Euro. Ich habe echt was verpasst. Der Chris hat mich überholt. Da muss man was ändern. Alles Gute nochmal ganz dezent nachträglich zum Geburtstag. Ey, vielen, 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 vielen Dank. Aber übertreib doch nicht. Übertreib nicht. Aber Dankeschön, Lennox. Danke, danke. Kuss geht raus. Fettes Dankeschön, Mann. For Allison. I still have a gift for everybody here, including Pantera, my heroes. You know what? Tonight, I'm gonna show you the real essence of Chinese tea culture with this branch of tea leaves. Check this out. Follow me. I'm gonna place this branch of tea leaves onto the table like this. As you can see, there's nothing above, nothing beneath. Nothing anywhere. Check this out. Ladies and gentlemen, this is gonna be where the real magic happens. Ich finde, da merkt man richtig, dass er die Erfahrung hat von diesem Online-Zauberei, Zauberei vor der Kamera, digitale Zauberei. Da merkt man das richtig hart, weil er hier wirklich sehr erfahren darin wirkt. Watch. Hätte ich jetzt gar nicht gerechnet mit, dass der jetzt plötzlich anfängt, hier Menschen erscheinen zu lassen. Nach dem Intro, wo er Wasser in Tee verwandelt, also das Letzte, womit ich jetzt gerechnet hätte, ja, und übrigens hier ein leerer Tisch und bam, eine Dame erscheint. So, hä? Völlig überraschend jetzt. Finde ich, ich finde auch, er ist so überhaupt nicht vom Klischee her, vom Stereotyp her, der Charakter, der solche Illusionen macht. Ich verbinde so dieses Menschen erscheinen lassen, immer so Hans Klock-mäßig. Bam! 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 Wisst ihr, was ich meine? Und er ist halt so mega der zurückhaltende, freundliche Typ, so. Ladies and Gentlemen, go! Und er sagt noch so ganz vorsichtig, go! So, das finde ich so. Nicht widersprüchlich, so. Divergent? Ist das richtige Wort? Ja, ne? Ich glaube ja. Also Applaus für die Dame, denn die hat hier den nervigsten Job gehabt, ey. Good tea. Thank you. So tell me about this trick. We have been working on this for the last 3 months. It seems short. It's very hard, but the good thing is that 3 Monate für das ganze Ding? Mad respect. I have done a lot of TV shows in China, and that's a kind of advantage for me. But this is my first time to appear on the US television. Oh, welcome to Fool Us. Thank you. Thank you for coming. And you do a lot of magic on social media. Yeah, I do a lot. You have to get your... Mich stört es, dass der Teezweig da noch liegt. Liegt der da noch? Thing. Okay. And you do a lot of magic on social media. Yeah, I do a lot. You have to get your audience from social media, not just from TV. Oh, well, I'm gonna have to start following. Das war ja so krass komisch geschnitten gerade. Der hat wahrscheinlich zu lange geredet gerade, beziehungsweise sie wollten es halt runterkürzen. Das war ja so komisch geschnitten von denen.
Du machst Magic auch auf Social Media? So mitten im Satz. Ja, du musst auch auf Social Media präsent sein. Und nicht nur im Fernsehen, denn... Weggeschnitten. Und sie so, ah, okay, okay. Hä? Voll weird geschnitten gerade die Stelle. Following you. Okay, let's find out if you fooled Penn and Teller. Oh my goodness, Conan. That was just beautiful. Just beautiful. Das auf jeden Fall. Really, really great and simple and stark and did not look at all magic proppy. To people at home, probably the appearance of the person at the end was the mind blower. And that was beautiful and perfect and wonderful, but didn't fool us that deeply. Yep. It's that teapot. Man, turning that into tea was incredible. Not that big a deal if Allison couldn't smell it and drink it and taste it. A lot of poisonous ways to do that. Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Deswegen habe ich doch gesagt, dass das Ausschütten halt so unnatürlich aussah. Now you tell me. And I'll tell you on this one, it's another one of those situations where it's a two-person act. And I was convinced that it was somehow a gimmick teapot. I did not know how, but I thought you'd done something with the teapot. And Teller is the one that was steadfast in saying that the teapot was completely innocent. Ich bin dabei, Penn. Ich bin dabei, Penn. Ich glaube, der, also, ja, für mich ergibt es nur Sinn, dass der Teekessel selbst, dass der das Gimmick ist. Und die Tassen. Ich glaube, es sind beides gegimmickt. Aber ich glaube nicht, dass der Kessel unschuldig ist. Vielleicht ist er unschuldig, weil die Tassen entsprechend, weil, ja, vielleicht ist es von der Konstruktion her so, dass die Tassen entsprechend andocken sozusagen. Aber ich glaube eher beides. And I will tell you, because I want to give away as little as possible, that in comedy, timing, they say, is everything. In magic, and especially in this trick, timing really was everything. Timing is your misdirection, timing is your surprise, timing is everything. And you had that timing with just like a snap of a finger. It was just amazing and perfect. And if you just know what I'm talking about on the timing, maybe we're okay. We think we've got it. Do you I may need more details. Okay. Why don't we go to the judges? Okay. They're in Allison's ear. All right. They know how all the tricks are done. Okay. And they know everything that Penn and Teller say. Uh-huh. And they're telling me that... Kein Fool. Also, die Produktion weiß Bescheid, ne? Wenn du zu Fool Us gehst, dann erzählst du der Produktion, wie der Trick funktioniert. Die hören mit, was Penn und Teller im Detail diskutieren und dann entscheiden die im Endeffekt, war es ein Fool oder nicht, und sie hat den Knopf im Ohr und sie kriegt gerade aus der Regie was? You did not fool Penn and Teller. That's my great pleasure. But you were so wonderful. Conan Leo! Thank you! Special for you up next. Hä, warum ist das alles so komisch geschnitten hier? Naja, leider kein Fool, aber dann liege ich falsch. Dann ist der Teekessel wirklich unschuldig, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wenn ich das jetzt wirklich richtig verstanden habe, dann lag ich falsch und der Teekessel ist sogar wirklich unschuldig. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist eine Kombi aus Teekessel und Tassen. Aber dann sind es nur die Tassen. Freunde, ich habe mir hier so eine Avocado vorbereitet, aber das Ding ist, die wird hier langsam schon braun an der Luft. Ich muss einmal kurz wenigstens einen haben, einmal kurz. Okay, gut. Den Rest knall ich mir gleich rein. In der Pause zwischen dem Stream und dem Twitch-Stream. Ich mache gleich kurz ein paar Minütchen Pause. Avocado mit Salz. Ja, Salz und Pfeffer. Wichtig. Okay, dann gucken wir doch direkt den nächsten Kandidaten, oder? Ich denke nicht, dass es die Tassen sind. Okay. So, wer kommt als nächstes? Da. Potential Fooler. Warum
sagt mir der Name was. Wie? Villa Grand. Warum sagt mir der Name was? Ey, Freunde, ich mache jetzt auf unhöflich, ne? Ich knall mir die jetzt rein, während ich das gucke. Es tut mir leid. Aber warum hat er das in so einem komischen 4:3-Format hochgeladen? Hat das auch irgendwer in 16:9 hochgeladen? Ja, ne? Okay, hier ist aber das Intro nicht dabei. Das hätte ich schon ganz gern gesehen. Nee, das ist auch nicht richtig. Ja, komm, dann gucken wir das in diesem komischen... Obwohl, nee, komm, dann gucken wir es hier, oder? Ja, okay, den Auftritt, den gibt es leider nicht in besserer Qualität. Sorry, Freunde, da müssen wir jetzt durch. Es tut mir leid. And I come from Spain. I live in Europe. My audience speak many languages because they came from many, many different countries. Myself, I speak English, French and Spanish. But when you do a gag in English, the French people, they were like, I don't get it. And then the Spanish people were like, I don't want to use words because it breaks the rhythm of my show. So I start to mime my magic and everybody can understand at the same time. By doing mime, my magic became really powerful and I can perform. Also Mime heißt Pantomime. Also er macht Magie ohne zu sprechen als Pantomime-Mensch. Interessant. All over the world, in any language. Oh. For 10 years performing this trick, I fool every magician. But will I fool Penn & Teller? Who knows? Achtung, gleich Copyright Music. Bist du dir 120% sicher? Please welcome Spanish sorcerer Ruben Villagran. Lenox, okay, letzte für heute, aber Matti, du musst mal Wassermelone mit Salz essen. Nee. Nein. Kein Salz auf meine Arbus. Und das soll jetzt Copyright geschützt sein, oder was? Wie ist das in seinem Video? Bei ihm läuft andere Musik. Hier steht nichts von... Hier sagt YouTube nichts. Hier sagt YouTube auch nichts. Hä? Welche Musik nehmen wir denn jetzt? Marek, ist das hier... Warte. Mann, durch die Verzögerung wird es jetzt stressig. Aber Marek, kannst du kurz sagen, sollte ich diese Version hier gucken, die lange Version gucken, weil da läuft diese Musik hier? Oder sollte ich die kurze Version, da läuft das hier? Lange oder kurze Version, Marek? Und dann darfst du mir auch gerne einmal sagen, was das für ein Lied ist, dass ich weiß, dass ich es vermeiden muss. Guck doch, welche im Original ist. Ja, ich weiß ja nicht, welche bearbeitet davon ist und welche nicht. Er meldet sich einfach nicht mehr. Ha, okay, interessant. Keine Antwort. Mann, Marek! Du bist unsere letzte Hoffnung! Das war eine Star Wars-Anspielung. Lang. Okay, dankeschön. Da gucken wir die hier. Let's go. Ruben Villagran. Thank you.
ich dachte, die Sache hat mindestens einen Haken. Also sieht ja bisher jetzt erstmal nach einem extremen Classic aus, ne? Den macht man ja sonst häufig mit Rasierklingen und dann gleich an der Schnur und dann hängen die da alle dran. Den haben, glaube ich, Penn und Teller sogar selbst mal in der Show vorgeführt, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Teller hat den mal performt. Deshalb, mal gucken, da muss ja jetzt ein Twist kommen. Also ich hoffe ja jetzt immer noch auf einen Twist, ne? Auf irgendwas, was wir hieran jetzt noch nicht kennen. Einfach wieder bestes Standbild getroffen. Oh, da bin ich ja ich. Atomix, bin zwar nur Zuschauer und kein Zauberer, aber du bist einfach mega sympathisch, unterhältst super, mach weiter so, Gruß vom Niederrhein. Lieben Gruß zurück zum Niederrhein und vielen Dank für deinen Support. Ey, versteht das jetzt nicht falsch, ne? Ich will jetzt gar nicht haten. Nee, wer schreibt hier gerade weak in den Chat? Nein, weak ist das nicht. Das macht sich nicht mal ebenso von selbst. Das macht sich nicht mal ebenso von selbst, die Nummer. Aber ich finde es weird, damit zu Penn und Teller zu gehen, wenn die da selbst eine eigene Nummer von haben, die sie selbst sogar schon performt haben in der Show. Ich finde das einfach seltsam, damit hinzugehen und zu versuchen zu foolen. Ist halt der falsche, vielleicht andere Methode als sonst. Ja, das könnte sein, dadurch, dass es halt Haken sind, ne? Stimmt eigentlich. Weil die um die Schnur gewickelt sind, so, ne? Okay, das könnte sein. Das könnte sein. Wir gucken mal. Ich kenne mich in der Illusion nicht aus. Ich kann da nicht viel mitreden, ne? Ich kann da nicht mitreden. Ich bin da gerade ein Laie. Also jetzt gerade ist nicht Zauberer reagiert auf Foolers. Jetzt gerade ist normaler Typ reagiert auf Foolers. Ich habe die Methode noch nie benutzt. Ich habe den Trick noch nie vorgeführt. Deswegen weiß ich nicht, ob der jetzt von der Methode her abweicht. Aber ja. Sort of like this. Is that extra pressure on you? It is, because he's performing this trick before I was born. Oh. So did this trick take a long time to prepare? Actually, yeah, it took me a couple of years to create, because the technique is totally new. So it's new, then maybe you will? Okay, gut. Also, das, ne, da bin ich, wie gesagt, überhaupt kein Experte drin. Da bin ich gerade einfach ein normaler Dude. Anscheinend ist es eine ganz, ganz, ganz andere Methode gewesen. Ja. Fool then. Oh. All right, shall we see if Penn and Teller swallow the hook? That was great. That was great, man. You know, a lot of great, great magicians have done the East Indian trick of swallowing needles. Some of the greatest magicians in history, of course, Harry Houdini. And then if we want to build above Harry Houdini, Teller swallow the needles. But fish hooks is a really good idea. It also seems like you can't do the move with those that you did. It really, the way the geometry works
makes it much more deceptive with fish hooks. Not more deceptive than you, of course, I wouldn't say that, but more deceptive than other people doing the needles. That was great. So we know how the needles is done, and we can map that onto the fish hooks. Now this is part of this thing where the show gets... Dankeschön, Lockdown, herzlich willkommen. Kuss. It's rather esoteric. Bullpen. Was war das? Aber Professor Miles Pitwell ist am Start. Moin sein 1111. Warte mal, ich mach dich kurz zum Moderator bei dir, bei mir, dann erkenne ich dich auch schneller. So. Miles, wenn dir jetzt jemand ans Bein pisst, jetzt kannst du Kommentare löschen. A rod and a reel. You need all those things to go fishing. And as soon as we thought about this with the fish hooks and fishing, we thought we might have a slight inkling as to how you did the part of the trick that blew our minds, which was how you took it right onto that reel of thread, the spool of thread. Yep. Okay, da bin ich natürlich lost, Freunde, weil ich mich 0,0 auskenne mit dieser Illusion und in diesem ganzen Bereich. Da habe ich noch gar keine Berührung mit gehabt. Deshalb, okay. Something very special for you up. Hey, das habe ich jetzt aber hier offen. Das können wir in guter Qualität gucken. Special for you up next. Oha, viel leiser. Was ist da denn jetzt los? Ja, warte, ich drehe ein bisschen auf für euch. So. This magician normally performs as part of a magic duo, but tonight he thought it would be fun to surprise his partner by performing alone. Ladies and gentlemen, give it up for Penn Jillette. Okay, also Penn wird jetzt versuchen, Teller zu foolen. Ich bin hart gespannt. Would you like that? Why don't you come up here and have a sit down right here, would you please? And have yourself a seat. Vor allem, dass er das jetzt hier mit einem Kartentrick machen möchte. Wenn man bedenkt, dass gerade mit Karten Teller eigentlich sehr viel, ich sag mal, fingerfertiger ist. Jetzt ist er sprachlos. Ja. Right there, I have a deck of cards right here. And I'm going to do a couple things. This shuffle is for the people at home. And this cut is for the people at home. But you, what I'd like you to do. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was war das denn? Was war das denn? Hä? Bester Cut ever. Is for the people at home. And this cut is for the people at home. What I'd like you to do is now very carefully follow the directions very carefully. Just give those cards a cut wherever you want and then complete the cut. And then complete the cut. Now here's what I'm going to do. It's a little procedural on this, okay? I'm going to take the cards that you just cut and I'm going to turn my back and I really won't look at anything. I'll spread them out like this and then just take one card, look at it yourself, don't show it to anyone, memorize it, put it in your vest pocket, the left vest pocket, and then gather them up again nice and cleanly and give them one cut and complete the cut. And when you've done that, give me a couple knocks there. Oh, good, good, good. Now what you're gonna do is you're gonna take your jacket off, please, take your jacket off, and then you're gonna lay
that jacket right over my hands here. This way. It's just like that. Now, I'll tell you the premise of this trick right now, okay? The premise of this trick is based on exaggeration. You know that I exaggerate an awful lot. I exaggerate more than anybody in the world. So I'm kind of rounding up our experiences on this show. Because you are the brains of the outfit. As a matter of fact, with everything we do, you're always right. And that means, therefore, I am always wrong. So I'm telling you right up front, Teller, I'm going to tell you right to your face, this trick will go wrong. Das sag ich dir face to face. It really will. It's going to go wrong. It's not going to go well. But so perfectly wrong that I might fool you. Now, you've got one card. It's either black or red. There's no magic in that. And I'm going to take and show you one card. Now, if you were doing this, the card that I showed you would match the color of the card you have. But I do everything wrong. So when I pull this card out and show it to you like this, and I see that that's a black card, that means, because I'm always wrong, that you picked a red card. Is that right? You picked a red card. So that is the wrong color. And this is the wrong suit. So I know it's a heart or a diamond. Now, you would pull out the suit that matched yours. Mm-hmm. But I don't do that. I do everything wrong. So that's a heart, which means you have picked a diamond. Now, to see if it's a face card or a number card, I do this. And that shows me that it is a number card, because that's a face card, because I'm doing everything wrong, Teller. Everything wrong. Now, this one tells me if it's odd or even. And I see that that's even, so I know that your card is odd. Is that correct? And I know it's not any of these odd cards, ace, three, five, nine. So you have picked the seven of diamonds. Is that correct? Pick the seven of diamonds. Pull out the seven of diamonds and show it to the audience. Show it to the audience triumphantly. The seven of diamonds. Now, you're going to go over there and you're going to sit down. You're going to do this alone. It's just me versus you, one-on-one. Mano a mano, pen versus teller. But you need a mouthpiece. You need someone to speak for you. So we are going to have a mutual friend of ours, Piff, the magic dragon, a friend of ours. Hey, da ist er ja. Will sit in my seat, and Piff will do the talking for you. Good luck. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass Piff plötzlich am Start ist. Ehrenmann. Have you been doing magic? I've been doing magic for about 45 years. Okay, all right. So still relatively new. Yeah. This is such a surprise for Teller. Did you see his Teller face? Teller had no idea. No clue. Teller just thought we were doing an extra fooler. So technically you've already fooled him. If nothing else, I think we may not have fooled him, but we certainly surprised him. Also Freunde, lasst uns kurz, bevor es jetzt hier weitergeht, lasst uns doch kurz über die Methode sprechen, die hier möglich wäre. Was natürlich auffällt, ohne zu viel verraten zu wollen, er konnte jetzt natürlich nur abheben. Es wurde nicht gemischt. Das sagt eigentlich fast schon alles. Ist natürlich nur, das beantwortet jetzt aber nicht, ich frage mich, wann er an die Info gekommen ist oder ob er da gar nicht dran kommen musste. Ha. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe eine Theorie, aber ich bin mir 50% sicher damit. Also es könnte auch sehr gut sein. Marktdeck. Miles, ich glaube, Penn hat nicht hingesehen, als Teller die Karte gewählt hat. Left. I'm gonna take the cards that you just cut and I'm gonna turn my back and I really won't look at anything. I'll spread them out like this and then just take one card, look at it yourself. So, er nimmt die irgendwo raus und Penn ist weggedreht. So, deswegen, das habe ich auch gedacht. Deswegen habe ich sofort Marktdeck ausgeschlossen, Miles.
Ich glaube hier nicht an markierte Karten. Don't show it to anyone. Memorize it, put it in your vest pocket, the left vest pocket. And then so. Und jetzt keine Möglichkeit, dass Penn in dieser Sekunde die Karte wissen kann. Denk ich. Schwierig. Gather them up again, nice and cleanly, and give them one cut and complete the cut. And when you've done Doppeldecker, um Himmels Willen. Nee, 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 nee. Das wäre ihm doch sofort aufgefallen, dass die Karten sich anders anfühlen. That, give me a couple knocks there. Oh, good, good, good. Now, ersten Deck nur mit Karo 7. Nein, 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 nein. Wir haben doch mehrere Karten hier gesehen. Beim Mischen und beim Abheben haben wir doch gesehen, dass das nicht ein One-Way-Deck ist. Ach, Leute. Genau hingucken. Wir haben nur die Rückseiten gesehen. Nein, haben wir nicht. Hä? Wir haben nicht nur die Rückseiten gesehen. Hier. And this cut is for the people at home. But you, what I'd like you to do is now very carefully follow. Zwei Faces haben wir jetzt gesehen. The directions wherever you want and then complete the cut. Und er greift vor allem an den langen Kanten. Then complete the cut. And here's what I'm gonna do is it's a little procedural on. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig. Also je mehr ich drüber nachdenke und je mehr ich mir das anschaue, desto gefühlter bin ich, ne? KP, da bin ich raus. Ja, ja, Miles, ich glaube, ich fühle mich auch extrem gefühlt gerade. We may not have fooled him, but we certainly surprised him. Definitely. I think if you don't get the trophy, you at least deserve a plaque. I deserve some right. sort of plaque. Yeah. Yeah. Leute, es ist kein Double Decker. Teller hat das Deck selbst gehandelt. Beim Double Decker hätte er das doch sofort gemerkt beim Abheben. You ready? Are ready? We are ready. Okay. I'm ready. Here we go. Let's go to Piff and see if Teller knows how you did your trick. Jetzt bin ich aber gespannt. Well, Teller has given his best shot and he says that Penn has completely fooled him, so. Well, thank you so much. Let's bring down the... I feel like that's not what happened. Is that not correct? I think I might have misunderstood. Hang on a second. Can you just run that by me one more time? Just whisper. Just one more time. He says, fool me once, shame on you. That's it, just shame on you. So. Teller also said to me that Piff and Teller has a much stronger ring to it. But if nothing else, Teller, I did surprise you, didn't I? He says no, he knew it all along. Piff, thank you so much, and thank you for being in my corner, but I believe that we have to do this very specially, just one-on-one. Teller, come up here. We'll have a little discussion right here in front of everybody. Okay, what do you got? We never, Teller knew nothing about this till we did this. It really was a complete surprise. We pretended we were just shooting a regular fooler, and there's no precedent for this. And Teller thinks that I half fooled him, and maybe we bring down the trophy and split it in half. What do you think? We bring down the trophy? Oha, mit Musik. Oha! Mann, warum schneidet der da hinter immer irgendeine andere Kack-Performance aus einer ganz anderen Staffel, nur um über 10 Minuten zu kommen? Warum macht er das nicht wie ich und schneidet stattdessen kackende Tiere dahin? Mann! Ey, heftig, heftig, heftiger Trick. Jetzt bin ich aber voll verwirrt. Jetzt würde ich schon ganz gern wissen, wie er das gemacht hat. Jetzt würde ich das schon ganz gern wissen. Oh, wie hat der Typ das gemacht? Warte mal. Ganz wichtig, der Cut. So. Und jetzt. Teller hat einmal abgehoben. Sagen wir, ich wäre im Mnemonika. Aufgespreadet. Zack. Aber er hat es dann selbst wieder geschlossen. Dann hat Teller eine
nicht Teller. Dann hat Penn eine Sache gemacht. Penn hat das hier gemacht. Bevor er da die Jacke drüber gemacht hat. Ich bin raus. Ich habe keine Ahnung. Ich bin komplett raus, Freunde. Ich bin raus. Also, wunderschöner Auftritt hier von Penn. Wirklich richtig schön performt. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war's tatsächlich für heute mit diesem Fula-Stream. Und wir wechseln jetzt direkt zu Twitch rüber. Die Avocado habe ich mir jetzt schon reingeknallt, aber ich habe tatsächlich heute noch nicht wirklich viel gegessen, außer so einem Salat. Deswegen, ich würde mir eben noch schnell irgendwie was zu essen besorgen. Oder, ja, mal gucken, wie ich das hier mache mit dem Essen. Oder ich verhungere einfach, das sehen wir gleich. Wir wechseln jetzt auf Twitch rüber. Der Link ist in der Beschreibung. Gebt mir vielleicht 5 bis 10 Minuten Pause eben. Und dann streamen wir da direkt weiter. Okay? Dankeschön fürs Zuschauen. Und was passiert heute auf Twitch? Wir labern erstmal ein bisschen, weil ich habe ein bisschen. Ich würde gerne ein bisschen quatschen mit euch. Und in diesen Fula-Streams finde ich das immer ein bisschen stressig, weil viele das im Nachhinein sich auch angucken und die sind dann immer ultra genervt. Du laberst so viel mit deiner Community. Das ist blöd, wenn man es im Nachhinein guckt. Deswegen für die Nachgucker würde ich das ganz gerne dann ein bisschen hier aus den YouTube-Streams raushalten, das Persönliche. Und dafür streame ich auf Twitch, weil ich diese persönlichen Streams halt so gern habe. Deswegen machen wir gleich erstmal ein bisschen Just Chatting. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch noch ein bisschen GTA zocken heute, weil ich halt einfach saumäßig Bock habe. Aber erstmal mache ich die Klimaanlage wieder an. Haut rein, Freunde. Wir sehen uns gleich auf Twitch. Und jetzt habe ich mein Mikro verstellt, das wollte ich nicht. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Warte mal, das muss mit der passenden Musik. Weißt du, Chris auch wieder komplett lost, schreibt einfach 80 Millionen Mal dasselbe hier. Kann doch nicht wahr sein. So. Was wollte ich? So, das hier wollte ich machen. Ihr seid ja immer noch da. Jetzt schaltet doch mal ab, nicht? Ach. Tschüss.